muss dazu sagen, der Orden der Illuminaten, es ist im Grunde genommen eine Verschwörung innerhalb der Verschwörung. Man hat sich immer wieder auch versucht, Spuren zu verwischen, indem man sich den Freimaurern angeschlossen hat, um so praktisch auch Verwirrung zu stiften und um auch wiederum teilweise die Freimaurer zu unterlaufen. Im gleichen Jahr, 1782, wurde das Hauptquartier des Freimaurerordens der Illuminaten nach Frankfurt am Main verlegt, ein Zentrum, das von der jüdischen Familie Rothschild kontrolliert wurde. Neue Gelder flossen plötzlich in die Loge in Frankfurt und von dort aus wurde ein gut fundierter Plan einer Weltrevolution ausgearbeitet. Frankfurt ist bis heute eine Bankenmetropole und es war damals mit einer der ersten Städte, wo die Familie Rothschild eigentlich in ganz Europa angefangen hat, ein Bankensystem aufzubauen. Und wir sehen heute noch, gibt es in Frankfurt auch Straßenzüge und so weiter, die teilweise auf diese Namen noch hinweisen. Ein ganz interessantes Gebäude in Frankfurt am Main ist der Messeturm. Wo ich das erste Mal abends da vorbeigefahren bin, dachte ich, ich sehe nicht richtig. Da war tatsächlich eine Pyramide mit einem blinkenden Lampe oben drin. Und da dachte ich, na, der Sache muss man irgendwie mal auf den Grund gehen. Weil, also ich glaube nicht, dass jemand zufällig eine Pyramide auf sein Dach baut. Also ich denke, wenn ich ein Hochhaus baue, dann kommen Architekten und Planer und dann bespreche ich mit denen auch, wie ich mir dieses Gebäude vorstelle. Und deshalb glaube ich auch, ist diese Pyramide nicht zufällig da oben gelandet, sondern sie wird einen Sinn haben und dem wollen wir auch auf den Grund gehen. Es war immerhin das höchste Bürogebäude Europas im Jahr 1990. Wusste ich bis dahin auch nicht. Aber es scheint eine Aussage zu beinhalten. Und interessant ist, vor dem Gebäude, also wir sehen nicht nur die Parallele zu der Pyramide der Freimaurer, aber wir kriegen noch einen anderen Hinweis. Vor diesem Gebäude haben wir eine Statue mit einem Hammer und einem Meißel in der Hand. Und das ist wiederum auch ein typisches Symbol im Freimaurertum, nämlich der Freimaurer, der den Stein bearbeitet. Und darüber werden wir auch gleich noch mehr sprechen, also der Mann mit dem Hammer vor diesem Gebäude.